Hallo und herzlich willkommen. Wir werden hier unseren Nissan Skyline GT-R, hatten wir ja als Geländewagen gehabt, haben wir jetzt wieder als, ja, als Straßenwagen. Wir werden ihn jetzt mal radikal tunen. Können wir leider nicht machen, wenn wir noch nicht so das freigeschaltet haben. Benutzen wir hier die Credits. Geben wir das ein Video, alles zusammengestellt wird. Ja, so sieht er jetzt aus. Wieder hier auf Tune deinen Wagen. Ändern wir ihm noch die Farbe. Serie Farbe Blau ist schön. Rot sieht auch gut aus. Machen wir Metallic. Machen wir Blau. Oder eventuell sogar grün, das wird auch gut aussehen. Sieht aus wie falsche Taste. Wie ein Fußballplatz. Das sieht nicht so toll aus. Solch ein dunkelblau ist doch schön. Das nehmen wir. Keine Flaggen, Flammen ist doch toll. Ist etwas übertrieben. Tribal sieht auch gut aus. Könnten wir das nicht so. Nehmen wir das. Wir ihn, glaube ich, weiß, das würde ihm gut stehen. Das sieht edel aus. So machen wir ihn. Kaufen wir auch. Das ist nicht gut. Ah, doch, jetzt sehe ich Unterschiede. Das sieht besser aus. Kaufen wir. Jetzt haben wir noch einen Teil. Felgen auch nicht sehr toll aus. Mal schauen, was alles so gibt. Straßenfelgen. Machen wir nicht. Das kaufen wir. Sieht auch gut aus. Allerdings mit der Farbe kann ich mich jetzt noch nicht so wirklich anfreunden. Dass wir hier bei Auspuff noch was verbessern. Und alles ein. Das bauen wir natürlich nicht ein, das verschlechtert.
ich das auch. Auch. Reifen müssen doch theoretisch verbessern. Was ist das jetzt? Bremsen. Das nehmen wir. Gewichtsreduzierung bringt es nicht, dass ich geschwere. Farbe probieren wir mal weiß aus. Das sieht auch gut aus. Gold. Nehmen wir Gold, kaufen wir die Q-Credits, kostet sonst 20.000, ist sehr übertrieben. Ja, und jetzt machen wir mal eine kleine Spritztour und sehen mal, wie er abgeht. Unser Nissan Skyline GT-R. Sieht doch mal sehr schön aus. Ich hätte ihn gerne noch tiefer gelegt, aber das habe ich jetzt nicht gefunden. Vielleicht geht das auch gar nicht in dem Spiel. Alex? Zoe? Okay, ich geb's zu. Ich bin beeindruckt. Das heißt, du hattest Zweifel? Ja, ich beiße nicht. Hey! Das ist die erste Sprosse der Leiter. Wir müssen den Schwung für uns nutzen. Okay, und was jetzt? Big Apple. Hab einen von Daytons Mechanikern, Harry. Harry? Mann, der war wie ein Vater zu uns. Du brauchst einen zuverlässigen Mechaniker, also fahr hin und brich das Eis. Ich schick die Location auf dein GPS. Okay, geht sehr gut ab. Hier auch mit der Lackierung. Das ist gut, gell? Da kann ich noch das Ding haben. Weil da machen wir ihn jetzt hier schon kaputt. Und dann ist dann GTR. So, das war's hier auch. Obwohl, wir können auch noch einen Bird abspielen. Du solltest mehr Erfahrung sammeln, bevor du dich an die nächste Mission wagst. Mal gut ausgesehen. So, das war's jetzt auch mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.